Erfahren Sie in diesem kurzen Webinar, wie Sie mit Hilfe von SPSS Statistics und dem Verfahren Bootstrapping genauere und stabilere Modelle für Ihre Datenmodellierungen erstellen können. Mein Name ist Christian Trippner. Bootstrapping ist eine Methode, um Konfidenzintervalle für bestimmte Stichprobenkennwerte oder Effektgrößen zu berechnen. Das geschieht im Vorfeld eines Data Science Projektes, in dem komplexe Modelle erstellt werden sollen. Bootstrapping erlaubt Ihnen, die Vorhersagegrößen, also die unabhängigen Variablen, besser einzuschätzen und so eine präzisere Modellierung vorzunehmen. Mittels Bootstrapping können Sie genauere Modelle erstellen und die Schätzfehler minimieren. Bootstrapping ist also eine Methode zur Ableitung von robusten Schätzungen verschiedener Kenngrößen wie Mittelwert, Median, Anteile, Korrelationskoeffizienten oder auch einen Regressionskoeffizienten. Ein Anwendungsbeispiel. Eine Telekommunikationsfirma verliert jeden Monat etwa 27% ihrer Kunden durch Abwanderung. Um bei der Modellierung und Vorhersage zur Verringerung der Abwanderung die richtigen Schwerpunkte setzen zu können, möchte die Geschäftsleitung wissen, ob dieser Prozentsatz zwischen verschiedenen vordefinierten Kundengruppen variiert. Mit Bootstrapping können Sie ermitteln, ob sich die vier Hauptkundengruppen angemessen mit einer einzigen Abwanderungsquote beschreiben lassen. Beginnen wir nun mit der Analyse. Zuerst laden wir die Daten in das Programm. Es sind die Kundendaten eines Telekommunikationsunternehmens. Der Datensatz enthält Variablen wie Alter, Dauer oder Kundenbeziehung, Region, Einkommen oder Familienstand. Da wir ja untersuchen wollen, ob sich die Kundengruppen unterscheiden, teilen wir diesen Datensatz zuerst nach genau diesem Kriterium auf. Um die Bootstrap-Konfidenzintervalle für Proportionen zu erhalten, machen wir eine Häufigkeitsauszählung über das Merkmal Churn within the last month und wählen zusätzlich die Option Bootstrap. Wir wählen 1000 Stichproben und um die Messung exakt wiederholen zu können, setzen wir einen Haken bei dem Startwert für den Messentwister. Die Tabelle mit den Bootstrap-Spezifikationen enthält die Einstellungen, die beim Resampling verwendet wurden und ist eine nützliche Referenz, um zu überprüfen, ob die von Ihnen beabsichtigte Analyse durchgeführt wurde. Die Statistiktabelle zeigt für jede Ebene der Kundenkategorie den Mittelwert für die Abwanderung innerhalb des letzten Monats. Da die Abwanderung innerhalb des letzten Monats nur die Werte 0 und 1 annimmt, wobei 1 für einen Kunden steht, der abgewandert ist, ist der Mittelwert gleich dem Anteil der Abwanderer. Die Spalte Statistik zeigt die Werte, die normalerweise von Häufigkeiten ohne Verwendung von Bootstrap erzeugt werden. Bias oder auch Verzerrung ist die Differenz zwischen dem Mittelwert dieser Statistik über die Bootstrap-Stichproben und dem Wert in der Spalte Statistik. Standardfehler ist der Fehler des Mittelwerts von Churn innerhalb des letzten Monats über die 1000 Bootstrap-Stichproben. Die untere Grenze des 95%igen Konfidenzintervalls ist eine Interpolation des 25. und 26. Mittelwerts. Die obere Grenze ist eine Interpolation des 975. und 976. Mittelwerts von Churn. Die Ergebnisse in der Tabelle deuten darauf hin, dass die Abwanderungsrate je nach Kundentyp unterschiedlich ist. Insbesondere das Konfidenzintervall für Plus-Service-Kunden überschneidet sich mit keinem anderen, was darauf hindeutet, dass diese Kunden im Durchschnitt weniger wahrscheinlich abwandern. Wenn Sie mit kategorialen Variablen mit nur zwei Werten arbeiten, sind diese Konfidenzintervalle Alternativen zu denen, die durch das Verfahren der nichtparametrischen Tests mit einer Stichprobe oder mit einem T-Test erzeugt werden. Die Häufigkeitstabelle zeigt Konfidenzintervalle an. Für die Prozentsätze für jede Kategorie und ist somit für alle kategorialen Variablen verfügbar. Mit Bootstrapping wurde durch die Voruntersuchung gezeigt, dass eine eigene Modellierung auf den unterschiedlichen Kundentypen sinnvoll ist, um genauere und aussagekräftigere Modelle zur Vorhersage von Kündigung zu erhalten. Diese Erkenntnis kann genutzt werden, um mit einem geeigneten Data Science Programm die eigentliche Modellierung vorzunehmen.
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links. Vielen Dank und bis bald.